Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Edna bricht aus. Ja, wir sind hier jetzt mal stehen geblieben. Und ja, bevor wir hier jetzt noch und den Generalschlüssel genau anschauen, was mich ein bisschen ärgert, dass wir den nicht mitnehmen können. Aber ja, ich wollte nur schon sagen, dass... Ja, es mir leid tut, dass die letzten ungefähr 4 Tagen keine Videos kamen. Es lag einfach daran, ich hatte keine Zeit. Und an manchen Tagen hatte ich sogar keine Lust, aber... Ja... Ich kann nicht jeden Tag Videos hochladen. Aber ab jetzt geht es dann wieder weiter. Und ich wollte noch eine Kleinigkeit zu meinem Namen sagen. Und zwar werde ich dann, ja, bald noch eine Kleinigkeit ändern. Und zwar werde ich bei Pando noch ein R am Ende hinmachen. So hört sich es nämlich viel besser an, finde ich. Und dann heißt es Pandor. Bloß es dauert noch eine Weile, weil jetzt kann ich es gerade nicht wieder ändern. Da muss ich noch ein bisschen warten. Aber dann schauen wir uns jetzt mal diesen Generalschlüssel an. Hallo Generalschlüssel. Aha. Aber die lässt lieber Kunst da sein, statt die Kunst zu benutzen, um auszubrechen. Weil die können einfach den Generalschlüssel nehmen und ausbrechen. So schnell könnte es gehen. Aber nein, die findet es so herrlich, dass ich es da lassen will. Es ist verlockend. Aber genau das macht das Kunstwerk aus. Je mehr ich mich darüber ärgere, dass ich diese Kunst zu sehr zu schätzen weiß, als dass ich den Schlüssel entwenden würde, desto genialer wird das Werk. Und desto weniger kann ich den Schlüssel nehmen. Und umso mehr ärgere ich mich. Das ist so gemein. Benutzen. Nur weil ich hier stehe und mich darüber ärgere, bin ich bereits Teil des Kunstwerks. Okay. Captain Unbrauchbar. Captain Unbrauchbar hat die Fähigkeit, mysteriöse Muster auf den Rand seines Sudoku-Heftes zu zeichnen. Okay. Vielleicht ein bisschen Senf macht das Kunstwerk noch viel spannender. Nein, das soll heil und sauber bleiben. Okay, ja, ich denke, damit können wir nicht viel machen. Das ist nämlich so ein heiliges Kunstwerk. Was finde sie daran so toll? Das ist nur ein Schlüssel, der da in der Ecke rumhängt. Ist doch keine Kunst. Das ist Kunst. Ja, da gehen wir mal durch die geheimnisvolle Tür. Hui, eine Bar. Und der Poki. In diesem Raum sind gleich sehr viele Sachen, die ich eigentlich kommentieren würde, aber ich glaube, das gelungenste ist hier irgendwie der Dialog mit Peter. Ähnlich wie bei Blase habe ich da einfach beim Schreiben so eine Art Sadismus entwickelt, dass ich halt einfach Spaß dran hatte, halt irgendwie ihm halt noch einen mitzugeben, mit Ednas ganz unschuldigem Angebot, ihn halt aufzumuntern. Und er ist schon depressiv und sitzt da und ihm geht's nicht gut und ist halt selbstmordgefährdet und alles Mögliche. Und sie sagt so, komm, ich heiter dich auf, und leitet halt in jedem Dialogteil, in jedem von vielen Dialogoptionen halt immer wieder in irgendwas rein, wo sie im Endeffekt genau das Gegenteil tut. So. Was einen jetzt einfach überhaupt nichts ausmacht, weil er halt irgendwie depressive Leute kennt, die bleiben halt auch in der Stimmung. Das ist eigentlich fast ein schon für Peter schon fast ein positives Erlebnis. Irgendwo ist es ein freundlicher Umgang mit ihm, glaube ich. Weiß ich nicht. Darüber muss ich nochmal nachdenken. Ich glaube, das sollte ich revidieren. Er zitiert mich damit nicht. Ja. Okay. Ja, dann schauen wir uns erstmal den Tischkicker an. Ein kaputter Kickertisch. Jetzt verstehe ich, warum die Irren das hier für eine Bar halten. Okay, nehmen wir es mit. Wenn du Kickertische verrücken willst, dann spiel gegen Metagames. Okay, rede damit. Wir spielen alle wie Flasche leer. Was für ein Ding? Ihr spielen alle wie Flasche leer. Was? Ihr spielen alle wie Flasche leer. Ihr spielen alle die Flaschen leer. Ihr spielen alle wie Flasche 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 leer. Ihr spielen alle wie Flaschen leer. Das gibt keinen Sinn. Aber gut. Der ist kaputt und der Ball fehlt. Jetzt verstehe ich, warum die Irren das hier für eine Bar halten. Okay. Ihr spielen alle wie Flasche leer. Ihr spielen alle wie Flaschen leer. Ihr spielen alle wie Flasche leer. Das gibt gar keinen Sinn. Aber gut. Hier, Captain Unbrauchbar. Captain Unbrauchbars Hauptquartier ist der Tiefparterre Cave. Per Knopfdruck verwandelt sich die taktische Hauptkonsole in einen Kickertisch, bei dem allerdings der Ball fehlt. Okay. Hier ein bisschen Ketchup. Aber was machst du denn da, Edna? Ups, ich...
fürchte, mir sind die Kickerregeln entfallen. Wir werden deine Erinnerung wiederherstellen, Edna. Versprochen. Okay. Senf. Aber was machst du? Okay, geht auch nicht. Hier, kaputtes Stuhlbein. Aber was machst du? Okay, es funktioniert nichts, wie es aussieht. Können wir uns da wenigstens unter Name? Nö. Wir werden. Okay, was haben wir da? Ein Fass. Hier mixt der Barmann seine Drinks? Nehme es mit in die Hosentasche. Ich mag meine Fingerkuppen da, wo sie sind. Okay, rede damit. Was auch immer für Dämonen darin schlafen, ich wecke sie besser nicht. Okay, Dämonen schlafen da also drin. Ich habe Angst, dass sich meine Netzhaut ablöst, wenn ich da zu nah rangehe. Hier vielleicht ein bisschen Ketchup reinmischen. Ui. Noch ein bisschen Senf, um einen schärferen Geschmack zu kriegen. Ui. Ui. So, vielleicht noch einen Poloschläger rein. Ich habe Angst, dass er sich darin auflöst. Okay, ein Poloschläger nicht. Das was mit dem Fußnagel? Spaß, aber einer zur Zeit rein. Also haben wir einen. Schon. Also ja. Vielleicht ein Fußnagel. Ui. Knuschbock, Knuschbock, Knuschbock. Vielleicht Harvey. Los, Harvey! Fass! Okay. Polizeimarke. Das verstößt garantiert gegen die Umweltbestimmungen. Auf der anderen Seite, meine Fußnägel tun das sicher auch. Ich sollte in diesem Fall lieber den Ball flach halten. Ja, das solltest du wahrscheinlich. Für ein paar Cornflakes essen. Zwischendurch ein paar lecker. Cornflakes geht immer. Und dazu noch dieses Okay, dann reden wir mal mit dem Peter. Erstmal anschauen. Er wirkt äußerst deprimiert. Nehme ihn mit in die Hosentasche. Ich will nicht, dass er sich noch schlechter fühlt. Benutze ihn. Ich will nicht, dass er sich noch Okay, rede mit ihm. Na, du? Ich bin Edna, wer bist du? Ich bin Edna, wer bist du? Hi Edna, ich heiße Peter. Im Ernst? Wer nennt sein Kind denn Peter? Wie alt bist du denn, sag mal? So heißt doch heute niemand mehr. Mann, ein selten hässlicher Name. Mit so einem Namen würde ich mich umbringen. Ich meine, so schlimm ist es auch wieder nicht. Der Name ist zwar hässlich, aber zu dir passt er irgendwie. Ja, so muntert sie ihn bestimmt wieder auf. Geht es dir nicht gut? Geht es dir nicht gut? Nicht gut ist gar kein Ausdruck. Heute ist mein Geburtstag. Wieder ein Jahr mehr auf dem Tacho. Was soll's? Schlimmer wird mein Leben dadurch auch nicht mehr. Du bist manisch-depressiv, stimmt's? Der Doc nennt das so, ja. Und wie nennst du das? Ich nenne das Peter. Okay, ich könnte dich ja etwas aufmuntern. Versuch's ruhig. Schlimmer als jetzt kann's wohl kaum noch kommen. Es ist ein schöner Tag und die Sonne scheint. Naja, okay. Das nutzt dir hier drinnen gerade nicht viel. Immerhin bist du hier drinnen eingesperrt. Und die ganzen tollen Sachen, die man draußen machen kann, bleiben dir verwehrt. Aber vielleicht hilft es ja, dir klarzumachen, dass alle anderen Spaß haben. Weil sie im Gegensatz zu dir alles machen können, wozu sie Lust haben. Und seien wir mal ehrlich, die sind wahrscheinlich sogar froh, dass du nicht dabei bist. Du bist ja nicht gerade eine Stimmungskanone. Jetzt habe ich den Faden verloren. Worauf wollte ich noch gleich hinaus? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Bestes Aufmuntern ever. Immerhin bist du noch am Leben. In deinem Alter ist das nicht mehr selbstverständlich, weißt du? Du kommst jetzt in die Jahre, da geht es nun mal nur noch bergab. Die guten Zeiten kommen nicht wieder. Und was du bis jetzt nicht geschafft hast, kannst du getrost vergessen. Der Zug ist abgefahren, Peter. Von jetzt an wird es immer nur noch schlimmer und schlimmer und schlimmer. Jetzt habe ich den Faden verloren. Du wolltest mich aufmuntern. Okay, ja, das kennen wir schon. Besseres aufmuntern. Immerhin bist du gesund. Immerhin bist du gesund. Noch. Der Verfall schreitet doch unaufhaltsam voran. Da kann man schon mal dankbar sein, wenn die Maschine noch einigermaßen tickt.
Denn das ist der Körper ja letztlich. Nichts anderes als eine Maschine. Und irgendwann landet jede Maschine auf dem Schrott. Vorher kommt natürlich die lange Phase, wo man noch versucht, etwas zu retten. Hier mal nachbessern, da mal ein Ersatzteil austauschen. Aber unvermeidlich ist es doch. Besser gar nicht erst versuchen. So eine Maschine ist halt nicht dazu bestimmt, ewig zu funktionieren. Und man muss auch den Punkt erkennen, wo sie nur noch allen zur Last fällt. Wo war ich? Du, Not? Ach ja, genau. Okay. Kommt ein Mann zum Arzt. Kommt ein Mann zum Arzt. Also, der Mann ist etwa in deinem Alter, also alt. Sagt der Arzt, Peter, du machst es nicht mehr lange. Das war doch nicht etwa schon der ganze Witz. Wieso Witz? Ich wollte dich nur schon darauf vorbereiten, was bald auf dich zukommt. Das ist aber nicht gerade aufmunternd. Oh, ach ja. Und geht jetzt echt nicht drauf, jemanden aufzumuntern. Die sorgt dafür, dass es jemandem sogar noch schlechter geht. Im kosmischen Zusammenhang betrachtet sind deine Probleme vollkommen irrelevant. Im kosmischen Zusammenhang betrachtet sind deine Probleme vollkommen irrelevant. Genauer gesagt, im kosmischen Zusammenhang betrachtet bist du irrelevant. Ich meine, wem nutzt es schon, dass du existierst? Und wen kratzt es, wenn es dich mal nicht mehr gibt? Hast du je irgendetwas getan, das bleibende Spuren hinterlassen wird? Was ist überhaupt von Dauer? Nichts. Sogar die Pyramiden werden irgendwann zusammenfallen. Am Ende ist alles Asche. Und alles, wofür du dich jemals angestrengt hast, puff, einfach nur warme Luft. Was ich damit sagen will, ja was? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Okay, die kann es echt gar nicht. Ich geb's auf. Du bist einfach ein zu harter Knochen, Brocken. Danke für deine Hilfe. Nicht der Rede wert. Okay, ich könnte dich jetzt auch. Kennst du zufällig einen Weg hier raus? Kennst du zufällig einen Weg hier raus? Es gibt keinen Ausweg. Nicht aus diesem Haus. Nicht aus dieser Haut. Nicht aus diesem Leben. Okay, ich lass dich wohl lieber allein in deinem Elend. Ich lass dich wohl lieber allein in deinem Elend. Tja, warum sollte man einem wie mir auch Gesellschaft leisten? Tja, da bin ich überfragt. Okay. Ja, ich komme gleich wieder, denn das Telefon klingelt. Bis gleich. Okay, ich bin wieder da. So, gut. Dann schauen wir uns mal den Cocktailkarte an. Die Auswahl ist mehr als bescheiden. Bis auf Stinkdrink ist alles durchgestrichen. Nehme sie. Anschauen, können wir die anschauen? Oh Mann, der Barmann hat die schlimmste Sauklaue seit Bruce Lee. Bruce Lee hatte die Tigerkralle, Edna. Kein Wunder, dass er nicht leserlich schreiben konnte. Okay, wir haben unsere Cocktailkarte mit Barmann. Barmann, einen Drink bitte. Geduldet dich einen Augenblick. Ich bediene gerade diesen Herrn hier. Aber der hat doch bereits einen Drink. Sag mir nicht, wie ich meine Bar zu führen habe. Okay, Barmann, reden wir mal mit ihm. Barmann, einen Drink bitte. Geduldet dich einen Augenblick. Aber der hat... Sag... Barmann... Okay. Aber sag... Okay, funktioniert also nicht. Anschauen. Vor dem kann man ja richtig Angst bekommen. Ja, das kann man. Benutze ihn. Oh Mann. Aber ja, der hat schon seinen Drink, aber er will uns keinen Drink geben, der Barmann. Schauen wir uns mal das Regal an. Das sind keine Spirituosen. Das sind Putzmittel. Naja, zumindest ist in den meisten auch Alkohol drin. Der macht Drinks mit Putzmittel. Hier ist keine Selbstbedienung. Das sind keine Spirituosen. Das sind... Naja. Okay, aber ich würde sagen, ich beende hier die Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich würde mich über eine positive Bewertung freuen. Abo und einen Kommentar. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Dann, ja, ciao.